Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cozy Grove. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge, ja, so einige Materialien gesammelt, haben auch unter anderem genug hergestellt, um jetzt die Wünschelrute oder wie auch immer das Teil heißt, herstellen zu können. Bevor wir das allerdings tun, werde ich erstmal Flammi ein Holz geben, denn wir haben noch eins dabei. Danach fehlt uns nur noch eins und dann ist die Insel wieder erweitert, das heißt, da bin ich sehr gespannt drauf. Nur noch ein Stück Holz, dann bin ich voll. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat. Ja, ja. Ich spüre das auch, tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, dass wir es von ihm hier bekommen. So, stellen wir die Route mal her. Wir haben genug dabei. Verkohlter Fischknochen. Nee, das meine ich nicht. Ha, jetzt haben wir alles, was wir für eine Wünscheroute benötigen. Ist tatsächlich eine Wünscheroute. Jetzt beschwöre ich noch etwas von diesem übernatürlichen Heimwerkergeist. Und fertig, eine Wünscheroute. Du musst sie ausrüsten und deiner Intuition folgen. Wenn es sich richtig anfühlt, kannst du den Ort markieren und mit dem Graben beginnen. Und vielleicht kann ich sie mir leihen, wenn du gerade eine Pause machst und ein paar meiner eigenen Erinnerungen ausgraben. Jederzeit. Hauptsache, du bringst sie dann auch wieder zurück. Ich werde ganz besonders vorsichtig damit umgehen. Ja, ja, ja. Du Schlingel. Er wollte die doch nur selber haben. Oh, wir haben tatsächlich kein Holz dafür bekommen. Ich hab's erwartet. Eigentlich. Aber na gut. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Okay, die Wünscheroute sollen wir ausrüsten und dann einfach nur unserem Instinkt folgen. Aber wir lernen erstmal das Rezept. Das wollte ich nämlich generell schon mal machen. So, hier auch. Ah, das Tierei mussten wir erst lernen. Oh, okay, dann können wir das doch noch herstellen vielleicht. So, geht das hier auch weg? Gut. Ah, hier wird angezeigt, ob es kalt oder warm ist. Das ist wirklich so eine... Ich weiß auch, damals an Geburtstagen hat man immer Geschenke oder Süßigkeiten unter einem Topf versteckt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch damals gemacht habt. Da hat man Geschenke oder Süßigkeiten unter einem Topf versteckt und hatte dann auch so einen Stock oder so. Und dann sollte man immer irgendwo hinschlagen und dann wurde halt auch immer gesagt, ja, kalt, warm, 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 wärmer, wärmer, heiß. Und dann hat man letztendlich irgendwann... das Ganze gefunden. Oder es war nicht immer unter einem Topf. Es war generell überall versteckt. Oh, da schwimmt irgendwas im Wasser, was ganz interessant aussieht. Und ja, ich fand das mal ganz cool. Ich habe das generell gemocht, wenn ich damals an meinem Geburtstag, habe ich immer meiner Mutter gesagt, dass sie die Geschenke verstecken soll, weil ich das irgendwie cooler fand, wenn ich mir die noch so selber suchen muss. Da war die Spannung halt noch größer. Da war man so, ui, was ist denn da drunter? Und dann war es Schokolade, die schon geschmolzen war, weil ich im Sommer Geburtstag habe. Wer weiß. Ich hoffe, das Ding beißt an. Yeah, let's go. Mal sehen, was es ist. Oh, es ist wieder eine Essenz. Die können wir in die Sammlung bringen. Genauso wie den Fisch müssen wir auch noch machen. Währenddessen können wir aber die Wünscheroute ruhig ausrüsten. Oh, hier ist es schon warm. Aha, eine kleine Flamme nur. Hier ist schon wieder kalt. Hier auch. Also eher in die Richtung. Sie wird immer größer. Okay. Hier ist wieder kalt. Oh, hier ist richtig warm. Hui. Hier ist wieder kalt. Es muss schon hier irgendwo sein. Oh! Das ist eine riesige Flamme. Ist wieder kalt. Hier muss es sein. Oh, das ist ja cool gemacht. Dann schaufeln wir da mal. Junge, Junge, was eine Magie. Und es ist... kaputter Klodeckel? Kaiserliche Münzen. Oh. Das angelaufene Metall ziert das Antlitz von Baerus dem Ersten. Wird bei Kontakt mit Feuer zu Asche. Na, ganz toll. Aber es ist eine neue Spende für unsere Sammlung. Aber warte mal, ich kann erstmal gucken, ob die irgendwas wert ist. Weil wenn die jetzt irgendwie 30.000 wert ist, würde ich die natürlich lieber verkaufen. Ah, nee, nicht verkaufen, sondern... ich meine verkaufen, nicht kaufen.
Nee, nur 150 wert hier. Okay. Übrigens, hier gibt es Zitronen. Wenn ein Spiel dir Zitronen gibt, freu dich und nutze sie. Ich hätte mal wieder richtig Lust, mir einfach so eine frische Zitrone zu quetschen und die dann zu trinken. Hätte ich richtig Lust drauf. So. Ich möchte etwas meiner Sammlung spenden, nämlich direkt 3 neue Items. Ich hoffe, die sind ein bisschen was wert. Hier erstmal den Fisch. Und... oh, das ist schon mal 1400 Münzen wert. Sehr nice. Dann die Essenz. Das gibt ein Rezept. Und mal sehen, was das hier bringt. Ah. Nur Quarz. Schade. Und irgendwas anderes noch. Ach, Reliktasche. Was können wir damit denn anfangen? Können wir auch wieder spenden. Asche-Erste von etwas Berühmten und Uraltem. Machen wir das direkt auch in die Sammlung. 2 vom Preis von einem? Nehme ich. So. Sehr schön. Ja, die Wünscheroute möchte ich auf jeden Fall öfters anwenden. Die ist cool. Das gefällt mir sehr. Mal gucken, wir können ja währenddessen immer so ein bisschen mit der Wünscheroute rumlaufen. Ich weiß aber nicht, ob man nur eine Sache am Tag finden kann. Das kann ich mir vorstellen. Sonst könnte man ja den ganzen Tag rumlaufen und nach etwas suchen. Und hier wird mir auch kein Kalt mehr angezeigt. Ich schätze mal, es gibt immer nur ein Item jede 24 Stunden. Wäre sonst wahrscheinlich zu unfair. Können wir jetzt eigentlich ein Tee-Ei machen? Tee-Ei. Hier unten. Einmal Salz, Essenz eines glücklichen Vogels und ein gekochtes Ei. Haben wir alles nicht. Ganz toll. Mal Essenz eines glücklichen Vogels. Welches ist das hier? Haben wir auch nicht. Können wir nicht machen. Also in keiner Welt kriegen wir so viel Geistervogel-Essenz jetzt einfach. Nee, das ist eine unfaire Mission. Ah ja, ich habe ja noch ein paar Items. Wir können mal ein bisschen einrichten wieder. Das würde mir gefallen. Das war alles schon sehr vollgestellt hier, aber ja, man hat nie genug Pflanzen. Seitdem ich eine Pflanze in meinem Zimmer stehen habe, bin ich jetzt einfach komplett Pflanzen engagiert. Aber es ist auch einfach was Schönes. Also seitdem ich die habe, das ist das erste Mal, dass ich jemals in überhaupt einer Wohnung eine Pflanze habe. Und das habe ich halt erst seit dieser hier. So eine große Pflanze direkt. Also so eine, sind nicht irgendwie Blumen, sondern halt diese typischen Großblätterpflanzen. Und die ist halt echt hübsch. Also sieht echt cool aus und naja... vielleicht spendet sie auch etwas Sauerstoff, wer weiß. Finde ich auf jeden Fall cool. Oh! Die muss ich wieder aufheben. Kann ich die denn hier hinten platzieren? Scheint schon, okay. Sonnenhut-Topfpflanze haben wir nochmal. Du hast ein neues Abzeichen verdient. Florist. Sehr nice. Können auch direkt hier ein bisschen pflücken, das gefällt mir auch. Können wir direkt wieder ein paar Pigmente mit herstellen oder es halt in die Sammlung bringen, was wahrscheinlich schlauer wäre. Außerdem muss ich das Teil hier nochmal aufheben, weil es geht ja gar nicht klar, das steht ja gar nicht mittig. So. Wäre lustig, wenn mein Abzeichen jetzt wieder entnommen würde. Hier platzieren. So, das sieht doch schon besser aus. Leute, was? Es hat einfach auch nochmal eine Sonnenhutblüte gedroppt. Das ist einfach ein Lifehack. Sollte ich die immer wieder aufheben und platzieren? Wer weiß. Reife Leistung. Sehr schön. So, wir bringen ein paar Blüten auf jeden Fall in die Sammlung zuerst. Und die übrig bleiben, werden wir dann halt, ja, in Pigmente umwandeln. Aber davon bekommen wir bestimmt coole Pigmente, weil die sind so lila und schwarz. Das ist genau meine Farbkombo. So. Die beiden Sachen. Und dann mal sehen, was uns das bringt. Wahrscheinlich wieder nur Quarz, ne? Ne, Münzen. Ja, ist okay. Kann man, denke ich, machen. 32.000, wie am Anfang, wären trotzdem schön. Aber die werden wir nie wieder erblicken. Ah, ich möchte etwas recyceln. Ich möchte etwas färben. Oh, das wäre cool, wenn wir das bald mal machen könnten. Ja, Blumenpigment, 3, oh, Purpur, sehr nice.
Ich möchte etwas herstellen. Ah, wir sind knapp dran, dass wir uns den ersten Farbstoff leisten können. Die hier können wir uns wahrscheinlich nie leisten, so teuer wie die sind. Ich glaube, ich würde dann einfach mal aus... Obwohl, ich glaube, der einfarbigen Farbstoff und dann das Hemd, das wäre, glaube ich, ganz cool auch. Wir können hier nämlich etwas einfärben. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktionieren wird überhaupt. Weil wenn ich raufklicke auf ich möchte etwas färben, dann... Ah, damit können wir Objekte nur färben, kann das sein? Damit färbt man gar keine Kleidung. Oh. Ja, das ergibt deutlich mehr Sinn an dem Punkt. Genau, ich wollte noch ein bisschen einrichten, fällt mir auf. Die Pflanze muss ich auch nochmal wegnehmen, die sieht mir zu... Die hat zu wenig Abstand zu den anderen. Weil die so groß ist. Ah, ich habe sie wieder so platziert. Bisschen weiter weg, hier am besten. Oh, jetzt hast du wieder zu viel Abstand, oh Gott. Ich kann die doch auch bewegen einfach, warum mache ich das nicht so? Gott, nee, das ist auch schrecklich. Na, es geht anscheinend nicht besser als das. Na gut. Egal, was soll's. So, ich möchte hier mal schauen, was haben wir denn noch bekommen? Wir haben noch einen Tisch, gewöhnlich Blockhütte. Ja, aber ich möchte ja hier kein Restaurant aufmachen. Ich brauche hier eigentlich gar nicht so viele Tische, oder? Bewegen. Können wir da hinten in die Ecke stellen. Dann nehmen wir das hier. Die Kühltruhe sieht eigentlich ganz nett aus. Bewegen wir die auch mal. Hinten in die Ecke einfach. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus damit. Ich weiß nicht, wo ich die Sachen hin platzieren soll. Essenz eines fröhlichen Vogels. Das ist nochmal besser als ein glücklicher Vogel, oder was? Kleine Skulptur. Oh, die sieht süß aus. Die gefällt mir. Kommt da hinten auch in die Ecke. Die Ecke des Krames nenne ich sie. Aber sieht auf jeden Fall süß aus, die Statue. Ich mag die. So. Wollte ich mir eigentlich hier noch irgendwas kaufen? Nee, eigentlich nicht. Wir können noch mal ein paar Fotos machen eigentlich mit ein paar Geistern. Warte, haben wir noch einen Pilz dabei? Natürlich nicht. Weil wir sollen ja auch immer noch Wichte füttern wegen den Stöckern. Ist natürlich blöd, wenn ich denn die Sachen nicht dabei habe, die ich benötige. Komm, wir müssen noch mindestens noch ein Feuer heute bekommen, oder? Wie viel kostet eigentlich Zeltverbesserung? 25.000, nee, das ist ein bisschen zu doll. So, wir werden jetzt noch ein bisschen fischen gehen und ich hoffe, dass wir dann schnell genug, warte mal, oder? Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht sogar einen kleinen Tipp bekommen können. Aha. Ast von, okay, ja, das möchte ich machen. Also haben die Wichte, doch, die haben die. Aber was möchte der haben? Da steht halt nicht dabei, was der von Essen, so vom Essen haben möchte. Oder können wir dem einfach irgendwas hinwerfen? Das kann natürlich auch sein. Ich nehme mir einfach generell mal Früchte. Vielleicht geben die sich ja mit allem zufrieden. So. Nehmen wir mal Pilze mit. Pastinaken. Rüben. Normale Pilze. Salat. Ja. Kartoffeln natürlich noch. Und die Teile. Beziehungsweise Pfirsiche und Birnen. Mal gucken. Also du kleiner Wicht. Nimmst du eine Birne? Mal sehen. Er nimmt sie. Aber er hat immer noch Angst. Oha, er ist sogar frech. Jetzt nimmt der Falsche die Birne. Jetzt nimmt hier jeder eine Birne. Müssen die, glaube ich, ein bisschen rauslocken. Ey, der ist so frech. Ja, das war gerade ein bisschen blöd. Mann, ich werf die immer zu weit. Oh mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein, oder?
So, jetzt aber. Das hat nicht geklappt. Hm. Jetzt ist er halt auch verschwunden, ne? Jetzt ist er wieder da. Ah, jetzt hat er mir einen Ast gegeben. Ein bisschen komisch gemacht, aber naja. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was abgeht. Aber er hat sich tatsächlich mit einem Pfirsich zufrieden gegeben. Oder beziehungsweise ist es eine Pflaume, ne? Ich würde gerne noch einen Hinweis holen, weil die finde ich sonst echt nicht. Okay, gibst du dich damit auch zufrieden? Was? Ein gekrönter? Was? Oh, das habe ich nicht erwartet, dass wir sowas hier finden. Auch nicht schlecht, aber das ist nicht das, wonach ich suche. Ich suche einen Stock. Einen ganz simplen, normalen Stock. Komm, hol dir es. Ja. Ach, Mist, er gibt sich damit auch wieder nicht zufrieden. Aber er ist es ja an sich, ne? An sich ist er es ja. Wir nehmen einen Pilz. Der kommt so ein bisschen aus dem Wald. Der will bestimmt einen Pilz haben. Nö. Oh Gott, ich sehe nicht ganz durch, was die wollen. Na komm, du kannst ruhig wieder auftauchen. Trau dich ruhig. Das war ein guter Wurf. Ach Mann, der isst mir hier alles leer. Nehmen wir mal normale Pilze. Vielleicht sind die zu giftig, die anderen. Komm. Einen normalen Pilz? Ist das, was du willst? Nö. Oh, die können ruhig mal ein Zeichen über sich haben, was die haben wollen. Ich meine, das haben die anderen ja eigentlich auch. Warum auch immer bei denen hier das nicht so ist. Das war auch wieder ein guter Wurf. Aber bringt mir nichts. Nehmen wir mal Pastinaken. Am Ende wäre bestimmt einfach nur eine Rübe. Na komm. Kann man das Ganze hier eigentlich Wichteln nennen? Mal nochmal. Komm. Ach Mann! Das ist doch fies. Was will der denn haben? Nehmen wir jetzt mal eine Rübe. Ist unsere einzige, wenn er die frisst und jemand anderes die haben möchte, dann sind wir halt ein bisschen am Arsch, aber... Naja, vielleicht passt es ja. Mann! Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Der frisst noch mehr als der andere. Na komm. Ich muss hier einfach nur ein paar mehr hinwerfen. Los, nimm sie dir. Nee. Irgendwie scheint das nicht zu klappen, wie ich es mir vorstelle. Kartoffeln. Meine einzige Hoffnung, Kartoffeln. Komm schon, iss sie. Ich glaube, bei dem muss irgendwie ein Liebessymbol dann auftauchen. Funktioniert alles irgendwie nicht. Toll. Komm schon. Jetzt essen die Falschen den Salat. Ah, jetzt ist er wieder frech. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Weil beim letzten Mal hat es dann geklappt, beim nächsten Mal essen. Da mag jemand Salat wirklich nicht. Okay, warte. Ein Pfirsich. Mochte der andere auch. Auch nicht. Pilze. Ich werfe jetzt einfach alles hin, was wir haben. Auch nicht. Pastinaken. Will bestimmt eine Kastanie oder so haben am Ende. Oder müssen wir den einfach nur fangen?
Oh, wir müssen den einfach nur fangen. Ach so. Ah, ab einem gewissen Punkt müssen wir die nur fangen. Ja gut, das hätte mir mal ruhig jemand sagen können. So. Naja. Trotzdem ein bisschen... Das hätte ruhig ein bisschen simpler gemacht worden sein können. Vielleicht hätte man da hinschreiben können, was genau die haben wollen. Oder weiß ich nicht, wie viel man die füttern muss, bevor die irgendwie abgeben oder so. Naja, ist auch egal. Ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir uns das letzte Holz holen. Oder beziehungsweise die Insel dann auch dementsprechend wieder erweitern. Denn uns fehlt nur noch eins. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Cozy Grove. Habt noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.